Hallo, meine kleinen Hyrulean und herzlich willkommen zurück zu... Raucherstimme ausgeschalten. Zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of... Ist weg gerade Nacht? Und das ist der Halt. Steuerung, Incoming, total, ja, das... Ich hoffe, ich habe nicht zu doll eine Verzögerung, aber ich glaube schon. Warte mal, ich versuche das mal eben kurz zu beheben. Ich hoffe mal, ich greife gerade nichts an. Haha, das wär's jetzt noch. So, zack. Zack. Deaktivieren. Noch einmal hier, zack. Zack. So. Naja, müssen wir wohl erstmal damit so auskommen, also in der Folge. Ich habe noch ein bisschen was daran rumgeschraubt. Das Bild bei mir auf dem Bildschirm sieht übel aus. Aber ich glaube, das Bild oben sieht jetzt einigermaßen in Ordnung aus. So. Es ist nicht mehr ganz so schwammig, sage ich jetzt mal. Schwammig. Und ich muss euch gestehen, ich weiß nicht tauchen. Raus hier, raus. Ich muss euch gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir hier waren in der letzten Folge. Es ist jetzt doch einige Zeit her, seit ich das letzte Mal The Legend of Zelda Ocarina of Time aufgenommen habe. Aber wir gehen jetzt, wir versuchen jetzt auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier ganz klar, wir gehen, ja. Nur damit ihr es wisst, ja. Wir versuchen heute mal in den Feuertempel zu gelangen. Um uns da den Feuerstein zu holen. Also nicht den Trät-Feuerstein, sondern das Amulett des Feuers. Aber ich weiß natürlich nicht, ob wir da so einfach reinkommen oder ob wir da vielleicht noch Sachen machen müssen, bis wir da überhaupt rankommen. Oh, hi, die bettelt wieder. Um Anerkennung. Das kommt mir so bekannt vor. Auf jeden Fall, gehen wir jetzt erstmal hoch. Und hier in Kakariko vergeht da die Zeit leider nicht. Also da können wir warten, bis wir schuppig werden. Da, schuppig. Vergeht die Zeit nicht. Hier oben hingegen geht dann die Zeit gleich locker flockig wieder weiter. Es ist irre laut gerade. Wow, wo kam das jetzt her? Kann ich den hochheben? Ne, hochheben ja erst recht nicht. Aber ich könnte ihn vielleicht sprengen, wenn ich Bomben hätte. Ist ja bombastisch. Wir haben keine Bomben. Das heißt, ist auch nichts mit Sprengen. Bleib mal kurz hier. Mach den platt! Ich mag die Musik immer noch. Da kommen wir aber immer noch. Da kommen wir immer noch nicht hoch. Wenn ich hier rantrete. Nee, da passiert gar nichts. Wir können natürlich mal gucken, ob wir von oben vielleicht rankommen könnten. Wobei viel Hoffnung mache ich mir nicht, aber ein Versuch ist natürlich wert. Ich meine, ein Herzteil ist ein Herzteil. Gib her das Teil. Gab es denn hier nicht irgendwo einen Weg rein? Doch, das war, glaube ich, hier vorne, oder? Habe ich gerade eine Kuh gehört? Tatsache, ich höre eine Kuh. Ich höre da was Moon. Ich hoffe jetzt natürlich mal, dass es einfach eine Kuh ist. Kann ich hier hoch? Ne, ich kann hier hoch. Wo ist denn das Herzteil? Da drüben. Okay. Das wird tricky, aber das könnte eigentlich hinkommen. Es klappt nicht. Es war knappig. Kurz vor knappig. Das ist schade. Ich würde gerne das Herzteil da oben holen. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Wobei sie ist ganz wunderschön. Da bin ich ganz mit einverstanden. Wer hat hier seinen Köttel liegen lassen? Das finde ich jetzt nicht okay. Das ist nicht okay. Aber ich höre hier eine Kumu. Warum höre ich hier eine Kumu? Ich meine, ich... Es kann
kann sein, dass ich betrunken bin, ja. Ich leuchte zwar nein, weil bis auf Edelmarzipan mit Rum und Traube, die Person, die mir das zugesandt hat, weiß es bestimmt, auch wenn sie die Folge vielleicht nicht sieht, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die hatte ich, ja, die war voll lecker und das... Ich fühle mich wohlig warm gerade in meinem Körper. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da unten ist wieder zu. Himmel, Herrgott, nochmal, da hat jemand unten zugemacht. Warum auch ever. Warte, ich konnte nicht lesen. Was steht da? Sieht aus, als hätte hier jemand etwas weggenommen. Also ich war das nicht. Rolle! Au. So, zeig mal her. Oh, da hinten. Ich sehe gerade wie Link. Weißt du, in echt, wenn du dann neben einem Typen stehst und der macht auf einmal so. Kommt natürlich immer super. Super kommt es. So, jetzt brauchen wir den. Wir zielen hoch. Kommen wir da überhaupt hin? Ne. Ne. Wenn ich da vielleicht noch ein bisschen näher dran trete. Ohne runterzufallen, Link, bitte. Das wollten wir auf jeden Fall so. Warte. Na komm, du willst mich doch verarschen, oder? Vielleicht von hier. Oh, warte, das könnte funktionieren. Die Steuerung nur so angenehm wäre. Ja! Oh, das wollte ich nicht, aber ja! Du hast deine goldene Skulptur zerstört. Du erhältst dafür eine Skulptur als Symbol. Jetzt fliegen wir runter. So, in die Wand gerollt. Alles cool. Kann ich die Dinge eigentlich auch so starten? Zack, bumm. Zack, bumm. Gut, das scheint nicht zu funktionieren. Also ich weiß, dass wir ein feuriges, heißes Gewand brauchen, um da reinzukommen, also um da drin überleben zu können. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da rankommen soll. Oh, warte mal. Ich nehme das mal eben mit, ja. Das ist voll fesch, ja. Schmeißen. Das sollte klappen, Klappt das? Nee, hat natürlich nicht geklappt. Was haben wir hier? Lesen, was steht hier? Du stehst auf einem weichen Teppich, der nur Darunias Gäste betreten dürfen. Warte mal eben. Ich glaube, ich hab da was im Petto. So. Oh, nee, warte. Ah, das krieg ich schon hin. Ich glaube, das ist es. Ich hoffe, das ist es. Zählt das Wiegelied. Das wollte ich spielen. Gebracht hat es leider gar nichts. Warte mal. Den hier. Nee, es zeigt ja aber auch kein Tiddly-Ding an. Das ist also irgend so ein Zeichen dafür, dass wir hier unbedingt hier dieses Lied spielen müssten oder überhaupt ein Lied spielen müssten. Von dem her, ja, lass es halt sein. Nein, da will ich nicht. Ich will nicht wieder in den Wald. Ich komme gerade aus dem Wald. Ich habe gerade erst wieder aus dem Wald rausgefunden. Ich will da nicht wieder rein. Nein. Und apropos, da will ich nicht wieder rein. Oh Gott, es kommt noch der Wassertempel. Darauf freue ich mich ja insgeheim ganz, ganz doll. Am meisten sogar freue ich mich auf den Wassertempel. Nicht Lord Jabu Jabus Bauch, sondern den richtigen Wassertempel. Le Temple de l'eau.
The Temple of Water. Sag mal, wo geht's hier nochmal? Sag mal, bin ich mal Schucke? Ich muss... Leider, weil ich keine Bomben dabei habe, hier rüber. Nein! So, jetzt vorsichtig. Ich sagte vorsichtig und der andere rennt los. Hoffentlich hat's wehgetan. Ich krieg eine richtig große Beule davon. Und ich sag noch, Link, vorsichtig. Da sprintet er auf einmal los. Wie von der Skulptur gestochen. Das wird lustig. Wir sind bei 10 Minuten, fast 11 Minuten. Okay, dann habt Geduld, weil das dauert jetzt erstmal so 20 Minuten, bis ich drüber. Außer natürlich... Warte mal. Das Ding hier, wo ich draufstehe, ist ja aus Holz. Angeblich, habe ich gehört. Das Ding da vorne besteht auch aus Holz. Ha! So, also das geht schon mal. So, jetzt hier schön an den Rand treten. Bisschen drauf. Die Steuerung ist voll schwierig. So, warte mal. Na, hier ist natürlich nirgends Holz. Zurück. Das ist demnach... Warte mal. Das ist Kämpfen. Das ist zurück. Okay. Okay, ich hab falsche Taste erwischt. Niemand ist überrascht. Alle gucken sie, nicken stumm und gehen weiter. Ich muss da rüber, aber ist schwierig. Ich schaff's nicht. Na, was machst du, Link? Bist du deppert? Oh, Junge, das war schön. Das machen wir nicht. Nicht nochmal. Das machen wir noch nicht nochmal. So, warte. Richtung stimmt. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Wir sind endlich drüben. Oh, hoffentlich bin ich hier richtig. Bitte sagen wir das. Nein! Ja, ich... Wir waren hier völlig falsch. Völlig falsch. Und weil ich Honk keine Bomben dabei habe, so jetzt renne ich einfach zurück. Ja, ich fall runter. Ist auch okay. Das kann doch nicht wahr sein. Das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Folgen dauern, bis ich endlich wieder weiß, wo ich hin muss. Wo ich lang muss. Wo ich... Nein, leg halt, nein. Oh, wir haben 200 Rupees. Rupi. Können wir uns fast was kaufen für? Wenn es hier einen Shop hätte, würde ich voll Bomben dafür kaufen. Ja, das würde voll losgehen hier. Zack, Bumm in der Hose. Boom! Ich glaube, den kleinen Kameraden hier müssten wir auch noch bremsen. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Hi! Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Ja, komm, gib mal her. Das Langschwert. Schwer ist mit B. Benutzt du es? Kannst du dein Schild nicht einsetzen? Das Ding habe ich jetzt 200 Rubine gekostet. Okay. Wir haben unsere Rubine schon für größeren Schwachsinn eingesetzt. Oh, das war falsch. Entschuldigung. Warte. Oh, warte mal. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Was blinkt denn hier? Da oben blinkt was. Da unten blinkt auch was. Da hinten blinkt auch was. Überall blinkt was. Nur leider nicht da, also ja, doch schon da, wo wir jetzt gerade sind. Oh, warte mal, hier, zack.
Nein, das war schon wieder falsch. Warte. Ich wollte doch den hier machen. Wenn ich das Schwert jetzt gezogen habe. Bin am Kacken abschütteln, muss sein. Muss ihn abschütteln. Oh. Hättest mich doch beinahe erwischt. Zuhauen! Das Schwert ist cool. Ist lang, jetzt kommt keiner mehr an mich ran. Ah, warte, hier geht's hoch. Navi, was ist los? Oh, warte, Entschuldigung, ich muss ganz vergessen. Diese Wolken über dem Todesberg, sie bedeuten nichts Gutes. Link, oder? Link! Ich weiß, Navi. Falls du es nicht festgestellt hast. Ich versuche, Kack noch eins irgendwie dahin zu kommen. Oh, warte mal, hier. Oh, das ist neu. Na, nur leider reicht mein Enterhaken nicht so weit. Und ich stehe wirklich vorne am... Naja, gut. Jetzt stehe ich vorne. Aber ich komme da auf den Teufel komm raus und nicht drüber. Ich versuch's mal. Hui. Warte. Timing ist alles. Verdammt. Ich krieg das hin. Ich weiß, bescheißen ist alles. Ich muss hier raus. Ich bin gleich tot. Aua. Na, verflucht nochmal. Sind meine Herzen auch im Arsch? Spaß gemacht, das macht voll Spaß. Also gehen wir hier wieder raus. Todesberg. Ja, nee, müssen wir da hochklettern jetzt? Wo ist denn die Eule, wenn man sie braucht? Eule, du. Drei. 2, 3. 1, 2, 3. So, also wir haben kein Geld mehr. Keine Rupi-Rupis mehr. Sind wir total ausgeschossen damit. Stimmt, der Todesberg war ja hier oben. Also warte, wir gehen mal hoch. Nee. Oder? Todesberg, oder? Hallo? Wie wär's mit Lesen, Link? Nicht kämpfen, lesen. Todeskarte. Achtung, Steinhagel. Oder gehen wir mal hoch, du. Ich habe ja gerade nichts anderes zu tun. Außer bei Nacht hochzuklettern. Warte mal. Oh. Ich glaube, die Kuh ist hier. Ja, die Kuh ist hier. Ja, hallo, liebe Kuh. Die liebe Kuh, mach Mu. Hier, möchtest du ein Grasbüschel? Nee, möchtest du nicht. So, warte mal, kann ich denn... Ich möchte aber gerne nicht kämpfen. Kann ich denn die Kuh irgendwie melken oder so? Vielleicht so ein Gläschen Milch? Weißt du, brauchst du ein Gläschen Milch? Ich nehme jetzt meinen Schweizer Akzent hervor. Ich möchte gerne eine Tasse Milch, bitte. Hey, ich hab Wasser. Also das mit Milch, das war nix. Die ist geizig, die Kuh. Die blöde Kuh ist geizig. Halt, Goschen, ich war gerade bei dir, du wolltest kein... Oh mein Gott. Alles gut, es ist zwar irre laut, aber ist alles gut, glaube ich. Wow. Aua, Link, pass auf. Au. Halt mal. Alter, da war was. Da war was hier. Ha.
So, warte mal kurz. Machen wir eben die hier weg. Dann machen wir mal eben die da weg. Dann hat's hier hinten auch noch eine. Warte mal. Das wollte ich nicht. Kann ich den bitte wieder einsammeln? Warte. Abbott. War denn hier jetzt? Naja, hier höre ich was. Oh, aua. Hör auf damit, Steine nach mir zu werfen. Aua. Aua. Mann, hörst jetzt auf. Arschlochberg. So, warte. Das war viel zu hoch. Das war ein bisschen zu tief. Goldene Mitte, bitte. Goldene Mitte, bitte. Ja, das ist ein Treffer. So, jetzt hat's aber da drüben auch noch... Ich hab doch das gehört. Warte, wir machen hier mal eben schnell eine Zwischenlandung. Und gucken uns um. Die wird da wahrscheinlich in dem Felsen sein oder hinter dem Felsen vielleicht. Ist alles klar, alles klar. Das bringt mir gerade gar nichts. Also von dem her klettern wir weiter. Hopp, hopp, weiter. Wir klettern munter weiter. Ein bisschen nach rüber. Rüber bitte. Rüber bitte, danke. Dankeschön, Link. Das war super, super Einsatz von dir. Ich finde es immer wieder total putzig, wie Link das immer wieder auf Kommando einfach so eigenständig macht. Eigenständig auf, ich hol mir hier eine Fee. Eigenständig auf Kommando. Der Typ ist super. So. Ich kann mir hier gar keine Fee holen. Warum kann ich mir keine... Ich dachte, ich kann mir hier eine Fee holen. Hier ist doch eine Feenquelle. Oder eher eine Feenqualle. Gebirgspfad. Wir reden mal mit dem kleinen Genossen hier. Mein Bruder, er hat meinen neuen Laden. Aha. Er hat einen neuen Laden. Es ist Midgorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich spiele bessere Klingen. Die hylianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Hab, da muss ich... Kann ich dem auch noch was bringen? Weil ich habe jetzt das schon zu einem anderen Bruder gebracht. Ich weiß nicht, ob das klug war. Oh, oh, Todeskrater. Und wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Warte, ich hüpfe mal schnell ins Loch. Rein ins Loch. Was haben wir denn hier drin? Oh, schön. Hier drin ist es auf jeden Fall nicht warm. Ich habe einen Fisch. Ha! Du besitzt jetzt einen Fisch. Lass ihn mit C frei. Er sieht richtig frisch aus. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf oder platzieren. Mit C lässt du ihn frei. Das ist cool. Ich pack den jetzt einfach mit mir mit, die 30 Sekunden lang, und dann ist er gut durch. Haben wir nämlich unterwegs was zu spachteln. Ja, genau. So tun wir das. 32 Sekunden. Okay, 32 Sekunden, das kriegen wir schon hin. Nicht, wenn ich das mache. Okay, warte mal. Komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Okay, wir haben zu viel Zeit verplempert. Wir gehen nochmal schnell ins Loch, bevor wir hier in Flammen aufgehen. Da versuchen wir da halt einfach jetzt mal rüberzukommen. Wir schaffen das schon. Ich bin guter Dinge. Oder wir fallen in die Lava, aber das ist dann auch egal. So, 3, 2, 1. Ruf mit dir, Link. Wow, sieht gut aus, sieht gut aus. Immer schön geschmeidig bleiben. Oh, da war ein Stein. Mein Celsius sei 11.44 Uhr. Cool. Ah, hier, nee, warte, da gehe ich wieder runter. Munter, runter, da gehen wir wieder runter. Ja, Teufel doch mal, du Dreiecks hier. Was ist los? Wo kommen wir denn hier, hä? Also ich habe unten die Plattform gesehen.
Wie kommen wir da hin? Ich gehe mal stark nicht davon aus, dass Springen eine gute Option ist. Wir springen mal hier eben runter, munter. Das müssten wir dann wahrscheinlich wegsprengen, hä? Ja, das funktioniert nicht. Es war ein Versuch wert. Es war ein schlechter Versuch wert, aber es war ein Versuch wert. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jetzt ein bisschen... Das war gut. Nein, aufhören. Hilfe. Daneben. Oh. Tja, du hast auch schon mal besser gezielt, Vulkan. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Wie wirklich? So, warte mal, hier unten können wir auch noch rein. Vielleicht finden wir hier was aus. Oh, hinter mir kommt bestimmt so ein... Ja, das ist auf jeden Fall hinter mir. Ich bin Indianer Link. Ich schaff das schon, den Felsen davon zu rennen. Ahaha. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut heute. Dodongos Höhle. Was sind wir wieder hier? Aber hier kann ja auch nichts... Bis zum Mäusermelken hier. Ja, nee, hier haben wir ja alles erledigt. Ich begreife das gerade nicht. Wir haben ja den letzten Boss besiegt, oder? In diesem Wald. Den haben wir besiegt. Wir haben dann von Salia ihr Medaillon gekriegt. Bitte was? Bitte was? Mein Schwert. Ich habe Bomben. Aber. Aua. Mein Schwert ist zerbrochen. Das gibt's doch nicht. Mein Schwert ist zerbrochen. Warum zerbricht das bröselige Ding eigentlich? Tatsache, das ist kaputt. Was zum... Was? Was? Warum geht denn das bröckelige Ding einfach so kaputt? Lass mich in Ruhe, ich heule meinem Schwert hinterher. Das kann doch... Das gibt's doch nicht. Also warte mal, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas gegen das nervige Gepiepe. Herzen! Dankeschön. Oh, endlich kann ich wieder klar denken. Ich versuch's einen Satz zu denken, dann macht's immer... Piep, 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 piep. Piep, piep. Kann ich gar nicht ab, ey. Kann ich gar nicht ab. So, warte mal. Wir gehen mal hier rein. Vielleicht finden wir hier... Oh, hallo. Hey, willkommen. Wenn du also nimmst, nach links oder rechts bewegst. Soll mir mal ein Kassierer sagen. Ehrlich, dies ist ein Geist in einer Flasche. Verkauf ihn an jemanden, der solche verrückte Dinge mag. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Sieht eigentlich wie ein gewöhnlicher Käfer aus. Was haben wir hier? Blaues Feuer. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Benutze es, um Eis zu schmelzen. Du verkaufst auch nur Scheiß, hä? Huh? Nee, da spare ich mir meine nicht vorhandenen Rupies. Din, din, diddlidin, din, din, diddlidin, din, din, diddlidin, diddlididdlidin. Hey, Gringo, was ist los? Siehst du das von hier aus? Irgendetwas passiert auf dem Todesberg. Ja, da versuchte ich gerade hinzukommen, aber es war ja kein Hinkommen, weil es ist heiß und stickig und mir ist mein Schlüpfer gerade in die Ritze gerutscht und... Ne, sorry. Echt ein bescheidener Tag. Es ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagt, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist.
Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Ist der Brunnen immer noch da, wo ich denke, dass er da ist? Ja, hier. Schau's mal an. Spring mal rein. Hallo? Kann ich das Ding wegsprengen? Halt! Ist kalt. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt gut geheizt. Ist das... Ablegen, wegrennen. Es hat nicht funktioniert. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, es hat nicht funktioniert. Und ich habe jetzt eine Bombe verschwendet. Toll, ganz toll. Oh, ist das schön. Oh, Schießbude! Yeah! Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das muss jetzt zum Abschluss noch sein. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ich bin jetzt erstmal raus. Ciao, tschüss. Und Link streckt sich noch ein bisschen. Das ist doch völlig in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Heidi ho, ich bin jetzt mal raus.